Wir befinden uns heute beim Treffpunkt Facility Management. Wesentlicher Kern dieser Veranstaltung ist Lösungen im Bereich Facility Management und Corporate Real Estate Management für aktuelle Themen zu finden. Wir haben uns herausgepickt, Digitalisierung und Management, also vor allem partnerschaftliche Beziehungen mit Dienstleistern, und versuchen hier in gemeinsamen Runden nach kurzen Impulsen Lösungen zu finden, die tatsächlich mit Mehrwert umsetzbar sind. Also ganz klar, die Digitalisierung klingt als langweiliges Schlagwort, aber es wird uns nachhaltig verändern, weil die Daten, wenn wir sie nicht nur auswerten können, da sind wir ja gerade alle dabei, sondern auch in operative Anweisungen, operative Umsetzungen bringen, dann wird es uns stark verändern. Mir ist ja der Begriff Digitalisierung immer viel zu allgemein. Letzten Endes heißt das aber trotzdem, dass wir in den Prozess gehen, dass die Arbeitsmittel sich ändern, dass die Prozesse sich ändern, dass man digitaler wird in dem Sinne, dass man automatischer wird. Das, was das Kerngeschäft braucht, muss man auch liefern können, wenn man es verspricht, rechtzeitig, in der guten Qualität. Und dann hat man da auch einen ganz guten Draht nach oben zum Management. Ja, die größten Herausforderungen sind eigentlich für uns die Digitalisierung an selbst, weil wir natürlich als reine Managementorganisation am Standort eine hohe Anzahl an Dienstleistern draußen auf den Märkten steuern und führen müssen. Leistungskontrollen, Qualität spielt da eine große Rolle. Wir sehen dort große Chancen im Zuge dieser Digitalisierung, dort einfach auch die Performance zu verbessern. Die andere Geschichte ist es sicher, über Sensorik verschiedene Themen einfach einfacher und schneller in Echtzeit vielleicht sogar aufnehmen zu können, um daraus schnellere Reaktionszeiten und womöglich auch die eine oder andere Einsparung zu generieren. Unsere Mitarbeitenden sind das beste Maßinstrument für Zufriedenheit im Gebäude. Sobald die Beschwerden von Mitarbeitern kommen, können wir sofort identifizieren, in welchen Bereichen das liegt. Sei es jetzt die Gebäudetechnik, wenn es zu warm, zu kalt, zu hell, zu dunkel ist. Wenn wir heute von einem Facility Manager sprechen, so sprechen wir in Zukunft vielleicht von einem Plattform Manager und von einem Corporate Service Manager, der in der Lage sein muss, mit Daten umzugehen, verschiedenster Natur. Wir reden nicht mehr nur ausschließlich von gebäuderelevanten Informationen, sondern hier wird das Kerngeschäft einbezogen, hier werden Ideologien der jeweiligen Nutzer mit einbezogen. Man muss viel vernetzter denken und das erfordert einfach ein sehr hohes Niveau an Qualifikation in diesen Medien. Der Corporate Service Manager an sich ist genau derjenige, der letztendlich genau diese Anforderungen unserer Kunden, unserer Mitarbeiter versteht, diese Anforderungen dann in die FM-relevanten Prozesse und Infrastrukturen übersetzt, das, was der Kunde zu seinem Arbeitsumfeld benötigt, auch dann liefert, entsprechend verhandelt. Auch die Gesamtbetriebsräte sind natürlich auch eine ganz große entscheidende Kraft, die dort mitwirken und für das Unternehmen wichtig sind. Ja, und das macht der Corporate Service Manager, für mich eine sehr wichtige Instanz. Ich darf nicht nur die analoge Welt jetzt mit Services, mit sehr viel Umsorgung für den Nutzer so weit professionalisieren und die digitale Welt in dem Sinne vergessen. Also auch die digitale Welt gehört serviciert, muss professionalisiert werden, und nur wenn ich dem Nutzer ein komplett gleichwertiges Angebot einer digitalen und analogen Infrastruktur bereitstelle, dann findet auch Akzeptanz und ein Mehrwert fürs Kerngeschäft statt.